over, man. Dieses Video ist im Großen und Ganzen gewidmet für meine Freunde aus Weiden. Es gibt Menschen, die haben sowas, ihr nicht. Es ist weniger für die Community von YouTube geeignet, noch für sonst irgendwelche anderen Spasten, ganz ehrlich gesagt. Und naja, wir werden kochen, schlimmes Kochen. Ich werde diese Menschen, die gerade da sitzen, einfach nichts sagen, die diesen ganzen Wahnsinn getrost über sich ergehen lassen. Ja, werde ich Schlimmes zufügen und das im Vollbesitz meiner geistigen und körperlichen Kräfte. Ich distanziere mich von diversen Aussagen, Handlungen oder sonstigen Aktivitäten im Laufe des Abends. Deswegen, jetzt kommt erstmal das Kochrezept, danach werden wir kochen. Wir werden schneiden, viel schneiden, sehr viel schneiden. Du darfst auch. Ja, das ist schön. Ja, und dann werden wir essen. Das wird weniger toll. Denn das Schlimmste an diesem ganzen Martyrium ist, ich werde mitessen. Grüße gehen raus an Marina, Andy, Grave, Ace, die Babs-Brüder, Alena, Lena, Nina, alle Frauen, die mit A enden und B aufhören, meine Arbeitskollegen, den ewig munteren Tim, den ewig verschworenen Tobi und den ewig wütenden Heinz. Ja, naja, um das nicht monatlich in Länge zu ziehen, fangen wir einfach an. Schnitt. Welche Frau heißt am Ende mit B? Keine Ahnung. Am Ende mit A. Zu den Rezepten gibt's Soße, scharfe Soße, Schellenpfeffer, Kreuzkümmel, Zwiebeln. Tote Kuh, noch mehr Soße, Kurzbohnen, weiße Kurzbohnen, wir sind nicht rassistisch. Chili, mit Suppengrün. Noch ein bisschen Paprika, ein bisschen mehr, Weiß und Soße. Lecker. Willst du würfeln? Eine Ringe. Der eine macht die. Oh Gott, die Scheiße wirkt jetzt schon. Einer macht die Dinger total klein und der andere macht, dass noch ein paar Stückchen sind. Machst du klein? Wie macht die Schneidest du die Zwiebel? Wie schneidest du das? Ja, ich soll es doch klein machen, oder? Ja, mach nein, das. Nein, du sollst den Würfeln zerhacken. Ja, mach ich doch. Ja, mach das. Ja, hack doch einfach drauf ein. Ja, du weißt doch, wie es geht. Er muss, er schneid doch, du auch irgendwas. Nimm einfach da. Warum schneidest du mal? Kann ich hier jetzt arbeiten? Oh Gott, ich muss schon heulen. Ist das nicht gleich? Ist das nicht gleich? Es geht schon los. Jetzt habt ihr zwei Ball beieinander. Jetzt habt ihr zwei Ball beieinander. Genau, jawohl, und jetzt wollt ihr ein bisschen auf Speed hier. Ja, ja, das muss tot werden, das muss richtig tot sein, das muss. Ja, ja! Du schneidest nur Paprika, du sägst keinen Baum. Ja, das tut mir leid. Ich mach was ich kann! Nichts! Atmen. Mach was ich am Essen kann. Nichts! Noch eine Spur kleiner, dann sind wir quitt. Und das schaut schon mal ganz gut aus. Gott, das sind meine Augen brennen! Gegen Sternchen! Wenn es aufhört, ja. So. Ich soll es einfach mal schnell einmachen. Das passt schon. So. Okay. Ja, zur allgemeinen Verständnis. Hör jetzt auf, da rumzupullen. Zur allgemeinen Verständnis. Ja. Was denn jetzt? Ich höre. Ja. Wollt ihr es einfach blöd machen oder was? Ich mach zwar gleich. Ich glaube, ich hab gewonnen. Meins ist schwarz, hallo? Seins ist spitz. Aber meins ist dafür schwarz und ganz dick voll. Meins ist massiv. Meins ist auch ein bisschen schief. Wollen wir tauschen? Das wenn man zu oft, ne, dann. Okay, ja, man muss das mal wechseln. Das ist dir rechts. Ah, toll, ich hab den Schiff. Hat er ist genau wie meiner. Moment. Ich hab kurz und dünn. Okay, unschief vor allem. Warte mal ein bisschen. Ja. Kontinence. Auf jeden Fall. Ernsthaftigkeit. Ja. Also okay, Fakt ist, wir haben jetzt diesen Kochtopf angefüllt.
Der läuft schon ab. 10. Also 12 gibt es. 10 haben wir jetzt gemacht. Ein bisschen Öl rein. Und wir werden erstmal diesen. Zwiebeln? Diese kleinen Zwiebeln, die so ganz klein geschnippelt sind, die haben wir als erstes rein. Bis die ein bisschen braun werden. Und dann kommt das hier. Die Pix. Der hängt schon rein. Quatsch. Das kommt erst mal in die Pfanne. Erst Verdammt, Zwiebeln. Ich hab den Faden verloren. Nee, erst Zwiebeln und dann Fleisch. Macht man immer so, oder? Ja, aber dann alles in einer Pfanne. Nein, wir müssen das Hackfleisch separat in der Pfanne. Was? Echt? Seit wann das? Mach die Kamera aus, verdammt, wir müssen das machen. Ist schon drin. Ich hab separat extra die Pfanne dafür gewaschen. Okay, aber Ich hab die Pfanne gewaschen. Nee, Leute. Das können wir jetzt nicht auslassen. Hat er recht. Ich hab die guten Geschmacksaromen. Ja, tun wir nichts weg, da hat er recht. Okay, jetzt haben wir es erst mal rein hier. So. Ich bin raus. Da, du bleibst chili. Ja, klein halt, ne? Aber soll noch ein bisschen. So Ringe erreichen wir aber mal. Oh Gott, meine Augen! Soll ich eine Ringe schon einbringen? Sag, wenn ich froh, der soll ruhig sein! Also für die Leute, die die Gruppe hier an sich noch nicht kennen, hier haben wir Benny, der war mit dabei bei Rock im Park mit mir. Hier haben wir Lukas Schwabatzek, den haben wir schon ewig nicht mehr auf meinem Kanal gesehen. Ja, leider. Und natürlich Martin, der Zombie-Kender. Und ich bin das versoffene Stück Scheiße vom Dong Open Air, wenn ihr das schon gesehen habt. Okay, wir würzen das frische Hack. Das alte Hack, das minderwertige von leidenden Kühen. Kein Licht? Ja. Sorry. Silence. Das würzen wir nach mit etwas Zwiebel und mit der halben Packung Cayenne-Pfeffer. Warum die halbe Packung? Wir haben die ganze. Der Rest kommt später. Das nimmt doch einfach auch Sinn. Ja, genau. Ja. Wir wollen es ja nicht überwürzen. Wir sollten uns wirklich mal vollkommen bewusst sein. Wir sterben jeden Tag. Jeden Tag sterben 10.000 Kinder und Mütter so. Und wir vier sind die Vollbesitz unserer geistigen Fähigkeiten. Und wir tun Lebensmittel verschwenden auf diese profane Art und Weise. Das ist jetzt echt gut dabei. Sei ein Arschloch. Ich bring dich weiter. Du könntest zumindest einfach mal schon mal deine Gedanken noch zu erzählen. Was? Wozu? Zu heute. Oh, weia. Ja, was soll ich da großartig zu sagen? Ich habe, glaube ich, den Mund etwas zu voll genommen. Ich habe die Soße vorhin schon probiert und die ist halt schon mal ordentlich scharf. Ne? Also ich habe bloß im Deckel so eine Fingerspitze genommen und das war halt schon ordentlich. Deswegen habe ich und Benny heute auch schon vorher was gegessen, weil wir wissen, wir schaffen keinen ganzen Teller. Also zum satt werden wirst du echt Probleme haben. Ich bin seit 6 oder 7 Stunden schon nüchtern. Also das ist, wird interessant für Magen und Darm. Keiner von uns hat Renny dabei. Halt leider nicht, ich habe 2 vergessen. Halt mal kurz in diese Richtung. Aber ich hab so. Mein Bruder kann ja vieles. Ne? Er ist nicht nur ein begabter Koch, er ist auch Künstler. Aktmalerei. Habe ich auch schon gemacht. Ja, es aber es kam nicht gut an, weil ich habe zu. Dann gewichst du. Nein, das war nicht. Du hast zu. Ich habe zu die Ja, und Ben hat die Schwerkraft bei den Brüsten halt schon mal vorhanden. Ist verdammt nochmal. Wenn jemand will von mir ein Aktbild, dann kriegt er das auch. Ja, war der Kerl. Ja, gut, bei dem Aktbild geht es ja nicht um die Nacktheit an sich, sondern man sollte die innere Schönheit raustragen. Wenn die alle Hänge ticken hat, dann kannst du es auch nicht schön normal. Das ist halt das Problem. Ich gebe einen Fick auf die innere Schönheit, das ist mir doch scheißegal. Also, wenn ich dafür Kohle kriege, dann mache ich das so verdammt nochmal, wie ich das sehe. Ja, recht hat er. Ich könnte ja auch ein verdammtes Manga da irgendwie hinzaubern mit solchen Okuliten, so mit dem Mund anatomisch total behindert. Aber guck mal, die sehen aus wie ich. Lecker, 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 yum, yum, yum. Dazu noch ein bisschen Pfeffer. Mach nicht zu viel Pfeffer rein, Martin, sonst wird's zu scharf.
So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen was von. Du hast ja gesagt, wir haben jetzt einen halben Flachmann ungefähr drin. Oh Gott, es brennt ja jetzt schon. Ich schieß bis hier. Ja, ich glaube, das sind wir nicht alle. Kreuzkümmel, wo ist der Kreuzkümmel? Mach den Kreuzkümmel auf. Damit sie wenigstens ein bisschen noch Chili schmecken. Los, schnell! Ja, schnell, ja, schnell, bevor es warm wird. Jetzt die Zeit davon, ne, für den Kreuzkümmel. Nicht, dass das Chili verkocht. Schnell, es muss rein. Los, los, los. Wir machen auf jeden Fall. Komplizierte Dinger sind. Wir machen auf jeden Fall die halbe Packung. Kreuzkümmel. Halbe Packung Kreuzkümmel. Ich gegen Sähungen. Und gegen Dämonen, ich hab. Ich hab. Dämonen sind Blähungen. Das schaut aus wie Cannabis. Also riechen tut's ja gut, ne? Du riechst doch was? Ja, ich wollte gerade sagen. Also ich habe mich ja leicht erkältet. Ne? Das wird mir mit einem Löffel alles durchpusten. Ja. Warum schwitzt du da eigentlich? Das ist ja ganz scheiße warm. Das ist so wie in der Tropen, Alter. Das ist die Angst. Nein, das sind die Tropen! Das sind die Tropen! Vor allem keine Pflanze hier im Zimmer, ne? Okay, jetzt lassen wir das. Hä? Ja, hier doch. Warte. Tasty. Tasty. Ah, immer Zwiebeln. Immer Zwiebeln braucht. Ich glaube, heute brauche ich gar nichts mehr. Blut, sehr viel Blut, für dich auch Blut. Blut für alle. Heiß, 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 verdammt heiß und sonst was heiß. Oh Gott. So, da ist das. Halt. So ein schlechter Topf, wenn die Griffe heiß werden. Ja. Ein Löffel brauchen wir. Nein, wir brauchen jetzt erstmal die geheime Zutat. Ich kann jetzt erstmal den Rest von diesem widerwärtigen, ekelhaften Gefährten dran. Oh Gott. So, Lätzchen. Wir müssen es nur ohne probieren können. Wir müssen das Ding noch umrühren, weil sonst schmeckt es denn komisch. Ach so, sonst schmeckt es denn komisch. Halt die Klappe. So, ham, lecker, 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 Jungs. Da wachsen ein paar der komischen Steuern, der fängt an, für euch die Frauen zu interessieren. Voll geiles Zeug. Lukas, soll ich das schon mal einschenken? Einschenken. Ja. Mach voll. Ich dachte, machen wir das. Mach voll. Mach sowas von voll. Also, ich rieche die Schärfe. Stört es jemand, wenn ich gern ich rieche auch? Warum? Nicht in die Aromen? Also nee, das zerstört ihr mit dem Geschmack. Reicht schon mal, ne? Reicht, ist schon. Du, ich denke nur an dich, du hast Hunger. Ja. Ich hätte heute noch mein Lieblingsessen essen sollen, weil es wahrscheinlich nie wieder schmecken wird. Nie wieder. Hashtag nie wieder. Hashtag ist so. Also ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber so ungefähr sieht das Ding dann aus. Lecker. Vor allem hier richtig schöne Chili. Kostenfaktor ungefähr 20 Euro. Könnt ihr das eine ganze Familie ernähren für eine Eigentlich. Wenn du das nicht Arbeit mit, wenn du das schaffst, wenn du einmal essen gehst. Ich hab noch nie einen Schärfe getroffen, okay, das ist der Wahnsinn. Ah, ja, ist das? Schmeckt's? Ich hab noch nicht. Ich hätte gesagt, wir hätten alle uns mal so einen Löffel hier fertig. Ja, ich glaube, wir fangen gleich an. Ja, gut, okay. Das ist aber nur die Hitze, ne? Haha. Ich kann Joghurt trinken. Ich hab Angst. Ja, es geht schon. Du musst einfach die Kacke nicht nüchtern zu dir nehmen, weil das ist alles in Glühwein. Alles ist so. Ich habe keinen Hunger geworden. Also ich würde es jetzt als pikant beschreiben. Also ein bisschen mehr Salz. Zucker und ungefähr 3 Liter Sand gefehlt. Ja. Oh, die Tomate war heiß. Ja, Sascha, ja, von wegen, hilf was Milch. Ja. Ey, ich schwitze wie Sau, ey. Leck mich doch, ey. Oh. Ja, einfach mehr Milch, so ist noch nicht weg. Wo ist denn die Milch? Living in the sunlight, love. Ich leck mich doch am Arsch, ey. I feel this now, it's a rain, it's gone. I can see all looks together. Boah, leck mich doch mal Arsch, ey! Ich habe jetzt extra diese schönen Teller gemacht. Da hat einer 1 Euro gekostet.
weiß das mal zu schätzen. Ja, jetzt bleiben wir ein bisschen human hier. Mann, mir brennt die Fresse. Ich hab 3 Löffel gegessen, weil auf die Scheiße. Ja. Und den Cheyenne hast du ja von der Atombombe mit einer Handgranate. 40.000, ey. Wie viel? 40.000. Also nix, Junge. Ja, ist schon klar, aber nicht 200 Milliliter. Ey, hab frei! Okay, die Schärfe ist jetzt mittlerweile abgeklungen einigermaßen, meine Lippen sind immer noch taub. Aber Alter! Also man kann jetzt das gerade nicht in, man kann es fast nicht in Worten, also in Worten nachspiegeln. Die Zunge hat aufgehört weh zu tun. Die Lippen arbeiten nicht mehr so, wie man ungefähr will. Aber man schmeckt auch nicht mehr das, was auf der Zunge ist. Es sind so Blöckchen, die irgendwie nach unten gedrückt werden. Guck ihn dir an, Junge. Da guck ihn dir an. Da ist er. Ich habe Vergewaltigungsopfer gesehen, die leiden weniger. Willst du kotzen? Nee. Nee, das willst du nicht. Glaub mir, Junge. Gib den Mann mal noch einen Joghurt-Trink oder trink einfach mal. Ja, es ist doch ein Cholera, ne? Ich hab bloß Angst, dass wenn ich das trinke, dass ich auch noch kotze, dann ich auch, ey, ich mach so Zeug eigentlich gar nicht. Aber ich muss ja trotzdem sagen, es ist ja geschmacklich eigentlich gut, wenn es jetzt so top fucking runterbrennen würde. Top. Also, ich hätte es nicht gedacht, ich dachte, der Geschmack, der wäre einfach total unter aller Sau, gerade wegen der Schärfe. Top, du schmeckst ja, wie gesagt, du nimmst einen Löffel und schmeckst mal 3 Sekunden echt super und dann ist halt vorbei. Ne? Ich dachte, wenn du jetzt wirklich noch 3 Bottle Milch reingeben würdest, wäre es perfekt. Und Sahne, jetzt sogar immer noch Sahne, ja. Weil es mir fett, dann ist es aktualisiert, ja. Boah, ich hab mich mal, ey. Oh. Warte, das ist doch nicht schwer, aber ich hab. Guck mal, die Kamera in meine Richtung. Könnte vielleicht sogar. Tschüss, ich glaube ja. Vielleicht dann ein bisschen Schwein legen, das du mal hast. So. Schwein musst du ja auch filmen, wenn wir liegen. Wir sehen uns jetzt dann noch einen Film an. Eine Bewertung. Wir trinken noch dazwischendurch einen ganz ordentlichen ein. Also, Ansage geht raus. Ich will das, also dieses Unterfangen. Will ich in der nächsten Zeit bitte nicht nochmal machen? Ja, bitte. Aber falls jemand Bock hat, also so richtig, richtig Bock hat, sagt Bescheid. Wir können das gerne nochmal ein bisschen steigern, ne? Ja, wie denn? Ich frage einfach Sascha. Aber Feuerzeugbenzin, das ist wirklich, das ist ausnahmsweise mal ein Lifehack, also es ist zwar nicht gut, also eure Leber mag das gar nicht. Es ist weder gesund noch eure Leber mag es nicht, aber Feuerzeugbenzin schafft es wirklich eigentlich ganz viele scharfe Sachen und irgendwie alles irgendwie taub, also eigentlich der Mund wird taub, alles wird taub. Und es geht, aber man sollte das echt nicht machen. Das ist dann nenn es doch bitte nicht Lifehack. Es ist ein Lifehack, hallo, genau wie Zion Kali, du spürst danach nichts mehr, das ist ein Lifehack. Und das ist mir doch scheiße, ich glaube, das ist ein 12-jähriger Pfadfinder anschaut oder irgend so ein Scheiß. Trinkt alle bunten Flaschen unter der Spüle eurer Eltern. Ja. Trinkt das ist voll, man sieht voll tolle Farben. Und Superman und die Gummibärenbande und alle tauchen auf und ihr seht die alle und hin und her. Hallo, Ladies and Gentlemen. Ihr habt gesehen, wie wir leiden. Wie wir kochen, wie wir komplett am Ende sind unserer geistigen Zurechnungsfähigkeit. Jetzt ziehen wir uns noch einen Film rein. Ich mag diesen Film sehr gerne, Tusk. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der Typ von Jay und Silent Bob. Und Silent Bob. Genau. Genau. Und der Typ quasi hat mehr oder weniger durch ein Radio-Interview dieses Drehbuch entwickelt von Fans für Fans und mit dem Nachwort: Wenn Johnny Depp mitspielt, mache ich diesen Film. Naja, er hat genau dieses Interview auch gesehen und hat dann gesagt, er spielt mit. Wir können selber mal begutachten, ob er wirklich da dabei ist oder nicht. Auf jeden Fall, ich kenne diesen Streifen, die Jungs hier weniger. Ja, gar nicht. Komplett fremd auch nicht. Ich hoffe, der kommt ganz gut an. Ich fand den absolut geil. Und er ist so ein bisschen älter, was heißt ein bisschen, so zwei, drei Jahre, aber ich mag ihn. Ich mag ihn sehr gut. Vorher noch, kennt ihr?
Das war schon ein deutsches Wort. Human Centipede? So ungefähr ist es auch, bloß ein bisschen mit Walross. Okay, bevor du auf wer verraten wirst. Auf jeden Fall für alle, die jetzt bis dahin noch durchgehalten haben, viel Spaß. Ja, das hat es wert. Ja, Leute, also bis in Laufzeit, bis in 100 Minuten, Leute. Tu nüchtern das, was du betrunken vorhattest. Das wird dich lehren, den Mund zu halten. Das hat Hemingway gesagt. Ja, allerdings. Und zwar zu mir. Ich will nicht, dass du morgen nach Kanada fliegst. Das ist für den Podcast. Das ist mein Job. Ich reise herum und führe Interviews mit seltsamen oder interessanten Leuten. Aufgepasst, ihr irren Kanadier! Der wandernde Wallace macht einen zünftigen Ausflug in die Weiten des hohen Nordens. Hallo, ich bin ein alter Mann, der ein langes und abenteuerliches Leben auf See genießen durfte. Und nach endlosen ozeanischen Abenteuern möchte ich meine verbleibenden Jahre nicht alleine verbringen, zumal ich so viele Geschichten zu erzählen habe. Wie weit ist es nach Bifrost? Etwa 2 Stunden, schätze ich. Ungefähr eine 2-stündige Fahrt. Ich hasse Amerikaner. Guten Abend. Freut mich, Sie kennenzulernen. Könnte ich Sie für eine Tasse Tee begeistern? Was geschah, nachdem das Boot gesunken war? Ich war allein, bis etwas furchteinflößendes blitzschnell an mir vorbeiglitt. Sie wurden von einem Walross gerettet? Das Walross ist viel weiter entwickelt als jeder Mensch, den ich bisher kannte. Inklusive der hier Anwesenden. Danke. Keine Ursache. Was ist... Keine Sorge. Alles wird gut, Mr. Tusk. Er hat seit 3 Tagen nicht angerufen. Ich mache mir Sorgen. Wieso nur tun sie das? Trauerst du wirklich um den Verlust deiner Menschlichkeit? Das verstehe ich nicht. Wer in aller Welt will schon ein Mensch sein? Wir machen oder so. Ich will nicht in Kanada sterben. Okay, Tusk. Jetzt mal ganz ernsthaft auf Tusk. Ja, vorhin Kleckel ist jetzt erstmal vorbei. Der war scheiße verwirrend. Also verwirrend nicht im Sinne von Storytelling her, sondern verwirrend, was er im Kopf anstellt. Der, ich bin ein großer Freund von Human Centipede, aber der hat es einfach nochmal getoppt. Also wirklich getoppt von eigentlich purem Blödsinn her. Ich weiß nicht, ob er gut ist oder ob er wirklich Kunst ist oder ob er einfach nur nerven will. Ich fand ihn eigentlich ziemlich surreal und trotzdem irgendwo lustig. Ja, es ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Ich glaube, der große Unterschied zum Human Centipede ist, dass... Warte, darf ich? Ja. Okay. Im Großen und Ganzen, da stimme ich meinem kleinen Bruder auf jeden Fall zu. Er ist verwirrend, er ist ein bisschen strange. Der Witz ist einfach bloß dabei, die Vorgeschichte. Also wenn die Vorgeschichte nicht wäre, dann wäre der Film eigentlich überhaupt nicht mehr so gut. Die Vorgeschichte ist eigentlich bloß, dass der Typ von Jay und Silent Bob, der auch bei Dogma die Regie geführt hat, der war mal bei einer Radioshow dabei. Und es war spontan, dass diverse Fans und er mit dem Moderator fachgesimpelt hat, wie ein Film ablaufen könnte, wenn er wollte. Und auch die Fans haben diverse Storytelling dazu geführt. Und im Endeffekt, was das ganze Drehbuch ausgemacht hat, war, wo er gesagt hat, er dreht diesen Film, aber nur wenn Johnny Depp dabei ist. Und komischerweise... Johnny Depp hat zugehört. Das hat prompt zugehört und prompt zugestimmt. Er findet ihn nicht im Namen, null. Aber dieser Film hat quasi so ein sehr viel Cameo-Auftritte. Ich meine, ihr kennt ihn. Ihr kennt ihn sowas von. Genauso ist auch wie seine Tochter, also seine ältere Tochter, die spielt auch mit. Und die spielt auch, also es soll sowas sein wie
Shaun of the Dead und wie das erste Mal? Hot Fuzz, ja. Hot Fuzz, wo quasi diese Cornetto-Trilogie, genauso sowas ist ja eigentlich der Film auch. Und der wird auch ein Dreiteiler und von Johnny Depp die Tochter spielt beim zweiten Film akut eine Hauptrolle. Sind schon alle drei abgedreht? Nee, erst nur zwei? Nee, nur ein zweiter, nur eine zweite. Ich weiß nicht, wann der kommt. Und der spielt auf jeden Fall Nazi-Wiener-Zombie. Ist ganz schwer zu erklären. Ich habe bloß mal einen Trailer gesehen und der war echt strange, so war ich. Nee, und aber was diesen Film angeht, er ist wirklich eine leichte Komödie, aber auch wiederum ein bisschen eher. Also es ist genau der schmale Grat zwischen Ernst und Blödsinn. Der ist echt ganz komisch zu erklären. Also wenn man das Radio-Interview hört, was bei den Specials dabei ist, dann erklärt sich das ein bisschen. Im Großen und Ganzen. Aber ich fand ihn gut. Also ich muss sagen, die Ernsthaftigkeit habe ich ein bisschen vermisst. Aber ich muss sagen, ich muss sagen, ich bin befangen, ich bin sowas von voll. Ich bin doch mal, Benni, du wolltest was sagen. Hot Dogs! läuft die Kamera? Also ja, die läuft. Natürlich läuft die ganze Zeit schon. Du hast den Fest getaped. Ich meine, das Ding schaut aus wie... Es läuft. Das Ding schaut aus wie mein Schwanz mit einem Kondom. Als mein Ernst auf, das läuft. So sieht dein Schwanz. Natürlich läuft es! Ich bin der Kameramann! Ja, das blinkt doch rot! Wie die Kamera? Es ist ganz dünn und dann ist es irgendwie glitzernd und total schief. Glitzernd? Ganz dünn und ganz kurz. Was hast du mit deinem Schwanz? Das willst du nicht wissen. Okay, Benni, deine Worte zum Task. Mit was hast du jetzt gerade? Human Centipede? Ja, genau, ich hab's mit Human Centipede so verglichen. Der Unterschied zwischen diesen zwei Filmen, finde ich, ist, dass der echt hochwertig produziert ist. Also du merkst, dass halt das ist... Und ich glaube, das verwirrt auch am meisten, weil es wie ein Hollywood-Film aussieht, aber... wie Human Centipede ist. Also von diesen durchgedrehten und von diesen, ja, ich erwarte jetzt einen Hollywood-Film, quasi eine ganz normale Abendunterhaltung, aber es kommt nichts anderes. Ne? Und das finde ich eigentlich ganz gut an dem Film. Auch das Ganze, wie das passiert, das Ende finde ich auch ganz gut, aber Ja, es ist aber trotzdem so Human Centipede, dass dich verstört zurücklässt trotzdem. Ja. Also diese ist so ein. Also ein Film, von dem erwartest du nicht so viel und am Ende bist du trotzdem noch so ohne Erwartungen. Ja. Finde ich. Das ist so dieses, okay, was hast du dir da gerade eigentlich angeguckt? Es ist so für mich und mein Lieblingsspruch momentan so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Man kommt nicht von einem zum anderen. Ja, was sagst du jetzt eigentlich dazu? Jo, Lukas. Der ist mega gut produziert. Wahnsinnig gut. Die Schnitte, die Belichtung und alles, keine Ahnung, kenne ich mir nicht aus. Aber er sieht halt einfach gut aus. Er ist kurzweilig, trotzdem. Man muss aber schon dabei bleiben. Also fand ich schon. Der ist am Anfang brutal witzig, halt einen schönen schwarzen Humor. Dann wird es auf einmal wieder ernst und dann wird es ganz kurz wieder witzig und dann wird es auf einmal wieder ernst. Also das verwirrt einen schon, ja. Aber im Großen und Ganzen unterhält er echt brutal gut. Und ich mag die Schauspieler. Ja, die waren echt verdammt gut. Ja. Die waren hervorragend. Das stimmt. Ja. Ein paar Lücken hat er. Warum jetzt auf einmal zum Beispiel, ja gut, das klärt sich dann im Abspann, der Johnny Depp Schauspieler bzw. Charakter dann auf einmal nicht mehr mitläuft. Ne? Mhm. Ob er weg ist. Nee, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen eigentlich ein geiler Film, muss ich sagen, hab den voll genossen. So. Ich war beim Penis. Wer mag den nicht? Ja, nee, jetzt ernsthaft. Also ich habe eine hohe Zeit, braucht man jetzt nicht zu kommen, aber das ist einfach so ein Film, den muss man einfach selber sehen. Den kannst du halt nicht einfach eine Nummer geben oder sagen so, der hat eine Skala von 1 bis. Und das ist halt totaler Quatsch, den muss man einfach selber gucken. Und was wir beide gerade schon... Also mein Penis, den muss man einfach selber gucken. Das ist nicht von der Skala 1 bis 10. Gibst du mir mal... Ich meine, es ist wie eine Reißzwecke. Also ich meine, jeder hat mal einen Nagel irgendwo oben gesehen.
Dann sagen wir so, hoch, da tritt ich nicht rein, weil es tut ja weh. Aber eine Reißzwecke, die irgendwo rumliegt, wo schon, die ist ganz klein und ganz geheimnisvoll. Da trittst du rein und du schreist vor Schmerzen. Genauso ist mein Penis.